Herzlich willkommen zu einem Abenteuer der besonderen Art. Ich bin Captain Joe von Abenteuer Oase und heute lassen wir den Zufall entscheiden. Wir sind am Hang des Taunus unterwegs und ich habe keinen Plan, keinen festen Weg und auch keinen Navi. Das Einzige, was heute zählt, sind die Würfel. Die Würfel sind gefallen. Unser Ziel, einen der umliegenden Hügel erreichen. Oder einfach vielleicht wieder in die Stadt zurückfinden. Wer weiß, an jeder Kreuzung werde ich würfeln und den Zufall entscheiden lassen, wohin es geht. Aber das ist noch nicht alles. Nach jedem Würfeln ziehe ich eine kreative Aufgabe, die ich bis zur nächsten Kreuzung gelöst haben muss. Seid gespannt, wie verrückt und chaotisch das wird. Also, auf geht's ins Abenteuer. Vorne kommt schon die erste Kreuzung. Jetzt wird es ernst. Bevor wir loslegen, erkläre ich euch noch kurz die Regel. Der Weg, von dem ich komme, zählt nie. Bei zwei Abzweigungen gilt, bei ungeraden Zahlen 1, 3 und 5 geht's nach links und bei geraden Zahlen 2, 4, 6 geht's nach rechts. Bei drei Abzweigungen gilt, 1 und 4 gehen nach links, 2 und 5 gehen geradeaus und 3 und 6 gehen nach rechts. Und jetzt würfeln wir. Wir haben eine 6 gewürfelt und bei 3 Abzweigungen heißt es, wir gehen nach rechts. Also in diese Richtung. Und bevor es weitergeht, suchen wir uns schon mal eine kleine Aufgabe raus. Finde einen Baum, der aussieht wie ein Tier oder ein Gesicht. Also, da ich ja nicht weiß, wann die nächste Kreuzung kommt, habe ich so das Gefühl, ich muss relativ schnell gucken, dass ich meine Aufgabe erledige. Oder ich muss dann an der nächsten Kreuzung erst die Aufgabe noch machen, bevor ich würfel. Genau, deswegen halte ich hier schon eifrig Ausschau in der Hoffnung, ich finde was Passendes. Ich merke, dass ich gerade immer langsamer laufe, um alles genau zu beobachten, um den passenden Moment eben nicht zu verpassen. Das ist schon irgendwie gerade sehr entschleunigend, weil ich hier so wie immer mit voller Kraft erstmal reingestartet bin. So, ich habe jetzt zwei Sachen gefunden, die relativ nah beieinander sind, die ich euch beide zeigen möchte. Das eine ist auf jeden Fall ein Gesicht und zwar ein klassisches Baumgesicht. Und hier ist es. Na, was denkt ihr? Mund, zwei Augen und da oben eine Harry Potter Narbe. Und das zweite, was ich euch zeigen möchte, ist auf der anderen Seite vom Weg und zwar ein Baumauge. So, die Aufgabe sehe ich gerade mal als erledigt an. Und das heißt, jetzt kann ich wieder schnellen Schrittes zur nächsten Kreuzung laufen. Und hier sind wir schon an der nächsten Kreuzung, wieder eine Dreierkreuzung. Und jetzt entscheidet sich, ob wir bergab oder bergauf laufen oder einfach noch ein Stück geradeaus. Wir haben eine 1 und das heißt, es geht bergauf. Sehr gut. Und ich habe auch die nächste Karte gezogen und die heißt, gehe auf Farbensuche, finde Naturmaterialien in 5 unterschiedlichen Farben. Wenn ich da gerade drüber nachdenke über die Aufgabe, dann wäre es, glaube ich, sehr gut, wenn das nicht einfach nur 5 Grüntöne oder Brauntöne sind, sondern wenn wir ein bisschen Farbvarianz auch hinkriegen. Ja, mal gucken, was sich da so finden lässt. Seid gespannt. So, und das ging jetzt doch schneller als gedacht. Ihr habt es gerade eben noch gesehen, ich habe da an der Seite im Busch was mir abgerupft. Und was das ist, das zeige ich euch jetzt. Denn jetzt habe ich 5 Farben zusammen. Schaut mal, ich hoffe, man kann das sehen. Hier schwarz eine reife Brombeere, dann hier eine noch nicht reife Brombeere, dann ein Buchenblatt und dann eine kleine gelbe Blüte. Und eine kleine rosa Blüte. Ich würde sagen, das zählt auf jeden Fall und damit haben wir die Challenge geschafft. Und jetzt geht's erstmal weiter zur nächsten Kreuzung. So, wir sind an der nächsten Kreuzung und jetzt trinke ich erstmal einen Schluck. An der Kreuzung haben wir jetzt 2 Optionen. Entweder wir schaffen es weiter Richtung Berg oder wir verbauen uns das Ganze und es geht hier zurück Richtung Tal. Zumindest ein bisschen. Ich würde sagen,
Das ist eine 3. Und das bedeutet, wir dürfen weiter nach oben. Auf geht's! Und die nächste Aufgabe habe ich gezogen und die heißt, finde einen natürlichen Gegenstand, der ein Geräusch macht und spiele damit ein kleines Konzert. Lasst ihr doch mal in den Kommentaren da, mit welchem Gegenstand ihr ein Konzert spielen würdet. Und ich gehe jetzt mal auf die Suche. Ich habe eben überlegt, wie kreativ soll der Klang sein und dann dachte ich mir, wir machen es heute mal einfach. Und der Grund dafür, warum ich mich für die Eichel entschieden habe, ist, dass meine Anleitung, sowohl das Short als auch meine Blog-Anleitung für wie man auf einer Eichelkappe pfeifen kann, aktuell wohl eins meiner erfolgreichsten Videos ist. Das Short habe ich euch verlinkt und den Blogbeitrag natürlich auch unten in der Beschreibung. Ihr findet ihn ganz einfach auf meiner Seite abenteueroase.de. Aber damit ihr da nicht drauf klicken müsst, zeige ich es euch jetzt nochmal. Wenn ihr jetzt diese Eichel habt, dann löst ihr die Eichel und die Eichelkappe und dann brauchen wir eigentlich nur noch die Eichelkappe. Und da gibt es jetzt zwei Methoden. Die eine, die ich in meinem Short auch erklärt habe, geht so, dass ihr einfach mit zwei Daumen ein kleines V in der Kappe bildet und dann darüber pfeift. In den Kommentaren zu dem Short hat ein Zuschauer kritisiert und sagte, hey, ich kenne das aber ganz anders und zwar so. Und das habe ich auch geübt und ich zeige es euch natürlich jetzt auch, wie das geht. Ihr nehmt die Eichelkappe und greift einfach einmal da drum, sodass hier eine kleine Lücke bleibt. Und anschließend pfeift ihr einfach nur noch hier rein. Also, zwei Möglichkeiten, wie man auf einer Eichelkappe pfeifen kann. Probiert selbst aus und habt Spaß mit dieser kleinen Notpfeife. Und schon sind wir an der nächsten Kreuzung. Jetzt ist mir leicht schwindelig. Von da unten kommen wir, nach da oben würden wir gerne. Da haben wir ja noch zwei weitere Optionen. Die eine geht auch mehr hoch, die andere mehr runter. Und jetzt müssen wir erstmal würfeln. 5. Und die 5 heißt 1, 2, 3, 4, 5 und 6. 5. Wir haben echt Glück. Damit habe ich bisher nicht gerechnet. Wir dürfen weiter nach oben. Ich weiß nicht, wie viele Kreuzungen da vielleicht noch kommen mögen, aber ich hoffe, wir schaffen es bis ganz nach oben und haben hoffentlich eine richtig gute Aussicht. So, jetzt greifen wir mal was raus. Erkläre, was dich bei Abenteueroase erwartet. Also an dieser Stelle gehen wir mal weiter und es folgt ein kleiner Werbeblock. Abenteueroase steht unter dem Motto kreativ draußen. Das heißt im besten Sinne eigentlich das, was ihr in diesem Video hier schon bisher so ein bisschen erlebt habt. Das heißt, wir gehen in die Natur und dann schauen wir einfach, was man Kreatives so alles rausholen könnte aus der Natur. Sind es entweder Töne, Geräusche, Klangcollagen, vielleicht aber auch mal ein Naturmandala, eine Geschichte, einfach nur eine schöne Fotografie. Es könnte alles sein. Alles, was mir einfällt, aber natürlich auch alles, was euch einfällt. Denn Abenteueroase ist ein bisschen mehr als nur dieser YouTube-Kanal. Zum einen wollen wir natürlich hier auf YouTube tolle Abenteuer gemeinsam erleben. Und ich hoffe, wir kommen in Austausch über Kreativität in der Natur. Das ist so das eine. Zum anderen werde ich auch auf meinem Blog immer wieder kleine Anleitungen für bestimmte Abenteuer, immer mit kreativem Bezug eigentlich, zu teilen. Kleine Anleitungen. Das heißt, auch dort lohnt sich ein Vorbeischauen, abenteueroase.de. Und vielleicht das Spannendste, ich möchte gar nicht immer alleine rausgehen, sondern mache das auch sehr gerne mit euch, mit Gruppen. Und genau das ist auch Abenteueroase. Wir gehen zusammen raus und schauen uns an, wie die Natur uns inspirieren kann und versuchen auch immer was Kreatives zu schaffen. Wenn dich das irgendwie interessiert, dann schau gerne auf meiner Seite abenteueroase.de vorbei. Ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt kommen. So. Werbung Ende. Das ging jetzt schnell, da sind wir schon an der nächsten Kreuzung. Einmal geht es hier hinter mir runter in die Richtung, das andere Mal hier in den tiefen, dunklen Wald rein. Oder natürlich noch mal ein Stück geradeaus. Aber freut euch nicht zu früh, denn
quasi in 20 Metern, ich habe das jetzt mal nicht zu dieser Kreuzung hier gezählt, gibt es nochmal eine Abzweigung. Da könnte sich entscheiden, auf welchem Berg es am Ende wirklich hochgeht. Also drückt die Daumen, dass wir weiter Richtung Berg und Sonne kommen. 2 bedeutet, auf geht's Richtung Sonne. Wir haben heute irgendwie unverschämtes Glück. Kann das sein? Bevor ich jetzt gleich wieder würfel, ich muss ja noch eine Aufgabe erledigen. Und folgende ist das jetzt. Schreibe deinen Namen mit Naturmaterialien auf den Boden. Ich denke, das kriegen wir hin und da lohnt sich auch eine kleine Pause. Also einmal Rucksack ab. Mission accomplished. Und jetzt das nächste Würfeln. Ihr seht es schon hinter mir. Rechts oder links? Eine relativ knappe Entscheidung. Drei ist ein ganz klarer Deal nach links. Die nächste Aufgabe heißt, leg dich auf den Boden und beobachte 5 Minuten die Wolken. Ich laufe jetzt erstmal los, denn ich habe da ja eben schon genug Zeit verbracht und ich möchte gerne erstmal weiterkommen. Zur Not mache ich die Aufgabe einfach an der nächsten Kreuzung. So, ich bin jetzt noch mal ein Stück gelaufen. Hinter mir war es jetzt schon mal ein Stückchen steiler. Jetzt sind wir so auf einem Plateau. Klar, es ginge noch ein zweiter nach oben. Aber für heute setze ich einen Schlusspunkt. Ich weiß, ich bin euch noch die letzte Aufgabe schuldig. Das machen wir auch gleich noch. Aber vorher möchte ich einfach nur mal kurz festhalten, was das für ein geiles Abenteuer war heute. Die Würfel haben uns durch den Taunus geführt. Ich hatte keine Ahnung, wo wir landen. Ich hatte nur gehofft, wir kommen irgendwie auf den Berg. Und tatsächlich haben uns die Würfel auch die richtige Richtung gewiesen. Manchmal war es knapp, wo ich gedacht habe, wenn wir jetzt da hätten runterlaufen müssen, das wäre richtiger Mist gewesen. Auf jeden Fall hat mir das Chaoswandern gezeigt, wie schön es auch manchmal sein kann, einfach die Kontrolle abzugeben und zu schauen, was passiert, weil man einfach den Moment ganz anders genießen kann. Ihr habt es gesehen, ich bin wie immer aktiv reingestartet und habe dann gemerkt, mit der Aufgabe, die werde ich nicht schaffen, wenn ich es an der ersten Kreuzung schon direkt irgendwie nicht gemacht habe. Insofern, so dieses langsamere Laufen, und das habe ich jetzt auch gemerkt, ich habe gar nicht so viel Strecke geschafft und trotzdem würde ich sagen, das war eine sehr erfolgreiche Tour. Ich hoffe natürlich, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Probiert das Chaoswandern doch mal selbst aus und lasst mich wissen, wie es bei euch gelaufen ist. Wenn ihr eigene Ideen für Ereigniskarten habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat, und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine weiteren Abenteuer mehr verpasst. Und jetzt löse ich natürlich noch die letzte Aufgabe ein. Ich schaue 5 Minuten lang in die Wolken. Aber vorher sage ich, bleibt kreativ und draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.